Fasernmine. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime. Ich habe mich leider seit dem letzten Mal im Internet schlau machen müssen, weil ich mal wieder total im Verzug bin mit dem Hochladen bzw. einfach viel zu viel auf meiner Festplatte gespeichert habe, was ihr noch gar nicht gesehen habt. Und ja, starke Fasernmessungen, wir wissen, wo wir hin müssen, wir wissen nicht, wie wir dahin kommen, und das hat uns beim letzten Mal leider so ein ganz klein bisschen zur Verzweiflung getrieben. Kann man so sagen, ja. Ich finde, das passt durchaus, weil, ja, es ist wirklich nicht so einfach drauf zu kommen, wie man da weiterkommen soll. Upsala, Entschuldigung. Ja, ich habe gerade gegessen und, keine Ahnung. Das war jetzt. Sorry. Wenn ich dran denke, schneide ich es raus. Aber ich glaube, das ist schwierig rauszuschneiden, wenn man gleichzeitig noch was gesagt hat. Mal gucken. Das wird sicher eine interessante Aufgabe. So. Jedenfalls. War es gar nicht so einfach rauszufinden. Seit wann sind diese Dinger hier wieder? Ist das normal? Ah ja, stimmt. Wir können die ja mittlerweile mit unserem total genialen Plasma-Beam ausschalten. Und müssen uns gar nicht mehr an die... okay. Nein, das ist noch eine. Ah, Hilfe. Komm, ja, danke schön. Wir müssen uns gar nicht mehr dran halten, hier irgendwo die Dinge auszumachen. Wir können sie einfach niedermetzeln und gut ist. Okay. Jetzt sind wir wieder... Bla, ich kann echt nicht mehr labern. Jetzt sind wir wieder in diesem Metroid-Quarantäne-Bereich hier, wo wir schon so unzählige Male gesessen haben und nicht weiterkamen. Tatsächlich geht's hier weiter. Und wie, das werden wir gleich sehen. Ich fand es teilweise ziemlich mies. Aber man kann drauf kommen, ja. Ich habe mich ein wenig beschränkt angestellt, kann man schon so sagen. Weil wir wurden ja, nachdem wir hier hingekommen sind, das allererste Mal, woran ich mich damals schon gar nicht mehr erinnert hatte, wurden wir ja wegbeordert und sollten zunächst mal andere Items finden. Und dazu gehörte unter anderem der Grapple Beam, gefolgt von dem, wenn ich es hinkriegen würde. Nein, da haben wir ihn doch. Den X-Ray-Visor, ja. Und hier sehen wir, oh mein Gott, das sind Plattformen. Wieso habe ich diese Plattformen vorher nicht gesehen? Ich habe keine Ahnung. Ich war dumm oder so, kann man so sagen. Und ja, jetzt können wir hier ganz chillig rüberkommen. Ha, wenn man nicht so blöd wäre wie ich. Und denkt, ha, guckst du lieber, was da hinten kommt und machst erst schon mal den Visor aus. Aber, nee, ist okay. So, also, ich weiß nicht, wie findet ihr das hier? Ich weiß, dass einige von euch dieses Spiel nicht unbedingt hundertprozentig kennen und teilweise auch... Wow, das hat mich jetzt erschreckt. Teilweise auch gar nicht kennen. Dementsprechend würde mich mal interessieren, ob ihr das hier für machbar haltet oder für rausfindbar, weil meiner Meinung nach... Es ist eine Herausforderung, sagen wir es so. Moment, was ist hier oben? Objektaushalt. Ja, das ist doch, genau. Das habe ich auch schon vorher bemerkt. Da oben sind doch Spider-Ball-Schienen. Nur die Frage ist, wie kommen wir an die ran? Genau, der Echo-Visor. Wer hätte das bloß vermutet? Also ich ja irgendwie schon. So, und jetzt bin ich echt gespannt, wo uns diese Schienen noch hinführen werden. Und generell, wo uns dieser Bereich hinführen wird. Also, das... Okay, wir kommen hier nur hoch. Und hier hinten, das sieht doch stark nach einem Missile-Container aus, oder? Hä? Och ne, jetzt sind wir nicht hier ernsthaft... Ne, wir sind nicht den ganzen Weg wieder runter. Achso, ist nur hier dieses Stück. Okay, aber wie kommen wir... Wie kommen wir hier hoch? Das möchte ich jetzt erst nochmal wissen. Hier hoch? Und dann hier vielleicht noch irgendeine Plattform. Da oben haben wir eine Plattform. Okay. Ja gut. Naja, hier. Kann man hier drauf? Nö, das sieht nicht danach aus. Ja, also ohne Echo-Visor ist man hier echt ziemlich aufgeschmissen, muss ich sagen. Würdest du mal bitte... Dankeschön. Jetzt hier rüber. Aber dann sind wir eigentlich schon wieder an dem Punkt angelangt, wo wir eben waren. Wenn wir hier weitergehen. Hier können wir nicht durchgehen. Es ist echt zu dunkel. Man kann es nicht ordentlich sehen. Moment. Wir probieren jetzt einfach nochmal hier hoch zu gehen. Vielleicht ist die Lösung ja doch einfacher, als ich gerade denke. Und wir müssen hier oben einfach nur nochmal den Echo-Visor anmachen.
Und da sehen wir nichts. Juhu. Toll. Ja, da hinten wollen wir hin. Ist klar. So, aber wie kommen wir da jetzt ordentlich hin? Das hier ist auf jeden Fall ein wenig seltsam. Und es ist auch alles so dunkel. Meine Fresse. Absicht? Wahrscheinlich schon. Okay. Ach ja, stimmt. Das war ein explodierender Container. Ich erinnere mich, da war was. Wir müssen eigentlich da auf diese Brücke drauf. Und da hinten sind die Schienen, ja. Na, gehen wir nochmal zurück. Nur aus Spaß oder so. Pilzkörper, ja, toll. Das hat's jetzt ja gebracht. Gibt's hier, wenn wir den Echo-Visor anmachen, noch irgendetwas? Ich weiß es mal wieder nur wegen einem, wahrscheinlich wegen einem Missile-Container, aber ich hoffe, ihr könnt das ein wenig nachvollziehen, dass ich gerne mir auch mal ein paar Missile-Container holen will und überhaupt nicht mehr durchblicke. Ich glaube, ohne Echo-Visor soll man hier echt nicht lang gehen, weil es ist ja so dunkel. Das ist nicht gut, ne. So, da oben wollen wir eigentlich nur hin. Haben wir hier echt kein Schienensystem? Also hier haben wir offensichtlich eins. Keine Frage. Aber hier haben wir keine Plattform, oder? Hä? Wie zum Geier soll man da oben dran kommen? Ein wenig seltsam ist das durchaus. Wenn wir mal den Terminal-Visor auspacken, was sehen wir denn hier sonst so? Hier hinten sehen wir nichts. Nichts. Juhu. Es wird immer schwieriger. Ihr merkt es. Es ist nicht so schön. Hier ist nichts. Nee, hier können wir herzlich wenig machen. Aber diese Schienen führen ja irgendwo hier nach oben. Offensichtlich hierhin. Ja. Aber da kommen wir doch nicht hin, oder? Also ich wüsste zumindest nicht wie. Ganz seltsam. Okay, dann müssen wir das wohl fürs Erste aufschieben. Schade drum, aber was wollen wir machen? Also wenn ihr wisst, wie man da rankommt an diesen Missile-Container, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Aber momentan... Also einmal nochmal hier hoch. Weil da oben sehen wir so eine, diese Plattform da. Die fährt runter. Und wieder hoch. Und dazu sollen wir eigentlich dahin kommen. Also ist klar, wir müssten eigentlich hier hin und dann über die Brücke auf die Plattform und dann da hoch. Aber wie kommt man... Okay, das sieht man auch ohne den Echo-Visor, dieses seltsame Stück hier. Mit dem Echo-Visor eigentlich ja nur die Plattform hier. Oder wenn wir hier noch was scannen, vielleicht hier hinten. Nö, sieht schlecht aus. Hier? Man hier irgendwie lang. Oder einfach mal eine Powerbombe legen. Ja. Nö. Schade. Och Mann, ich hasse sowas. Wenn man Geheimnisse sieht, aber nicht drankommt. Das ist blamabel. Irgendwie. Naja gut. Egal. Wir können hier oben nochmal einen ganz kleinen Rundumblick ergattern? Ja, können wir. Ja, wir müssen ja eigentlich nur hier irgendwie durch. Aber dass hier so dunkel ist, kann man nicht scannen. Und ansonsten sehe ich hier auch nur dieses Schienensystem. Von daher, Pech gehabt. Egal. Weiter geht's. Vielleicht kriegen wir auch noch irgendwas, was uns hier weiterhelfen wird. Ich glaube es zwar nicht, um ehrlich zu sein, aber wie gesagt, wenn ihr wisst, wie man da rankommt. Oh, endlich wieder hell. Aber was ist das? Wühlschabe.
Mit Fasernanteil oder was? Nee, normale Wühlschabe? Wollte ich mich verarschen? Das ist seltsam. Ja, außer dass sie immer noch nerven, aber mehr auch nicht, ne? Ja. Die macht schon ein bisschen mehr als nerven, oder? Hä? Gehen die jetzt nicht drauf oder so? Packen wir nochmal den Ice Beam aus. So, du kommst nach oben und du... Ah, man kann sie besiegen. Unglaublich. Wer hätte das bloß für möglich gehalten? Geht das echt nicht mit dem Plasma Beam? Anscheinend nicht. Komisch. Egal. So, hier haben wir... Hier oben noch was? Fragezeichen? Nein, das sieht nur so aus. Schade. Ansonsten... Ja, ich gehe jetzt wirklich in jeden Visor rein, weil das ist... Da oben ist doch schon wieder irgendwas Seltsames. Oder nicht? Ah, nö. Und hier... auch wieder irgendwie... Thermal-Visor ist unnötig. Lieber mehr mit dem Echo-Visor rumspielen. Da findet man auch eher die Geheimnisse. Haben wir ja beim letzten Mal auch gelernt hier. In der schönen Metroid-Quarantänestation. Und hier mein Aufzug. Zutritt zu den Fasernminen Ebene 3 genehmigt. Bitte Hologramm berühren. Oh mein Gott. Jetzt wird es episch. Ja, Transporter einsatzbereit. Juhu. Ebene 3. Das hört sich wirklich dramatisch an. Und viel haben wir hier auch echt nicht mehr zu erkunden. Dementsprechend sollte das... ja, im Itembildschirm haben wir auch schon, glaube ich, 79% gehabt. Und da ich ja sowieso in puncto Items nicht so ganz auf dem neuesten Stand bin, beziehungsweise mir ziemlich viele fehlen, sollten wir vom Spielfortschritt her vielleicht schon so bei 90% sein. Verbindungsschacht zum Pilzbeet A. Pilzbeet. Wow. Okay, das ist ein Plasma-Beam-Typi? Nee, normaler Weltreise. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja gar nichts. Tschüss, mein Freund. Das sieht schon leicht episch aus hier mit den ganzen Pilzen, aber okay. Und die haben ja alle noch eine Wärmestrahlung. Hier kann man auch runter. Okay, das sieht nach einem sehr einfachen Raum aus, aber... Könnte sein, dass hier mal wieder ein schönes Secret gibt. Fragezeichen? Das da sieht mir doch schwer nach einem Secret aus, ja. Also das zu übersehen, da muss man schon ziemlich dämlich sein. Oder ziemlich blind, aber das kostet ein Leben. Hallo. Ich verstehe, glaube ich, mittlerweile auch das Prinzip von Fasern. Ich hätte ja irgendwann mal gesagt, hey, das zieht ja gar nichts ab und so weiter und so fort. Ist richtig, aber sofern man länger im Fasern bleibt, steigt die Geschwindigkeit, indem es einem schadet, extrem an. Also ihr habt es eben gesehen, da kriegt man teilweise einen Container dann schon in einer Sekunde abgezogen. Und das ist nicht unbedingt so vorteilhaft. Hier drauf kann man echt stehen. Das ist schon genial. Ich probiere mal diesen Weg nach oben zu laufen. Ich hätte jetzt irgendwie nicht vermutet, dass das funktioniert. Ich hätte gedacht, man rutscht da ab. Aber wenn man hier wirklich hoch kann, dann würde ich das auch gerne nutzen, aber leider bin ich dafür zu beschränkt. Juhu. Oder es geht nicht, weil die teilweise übereinander postiert sind. Die Pilze und wir uns dann immer den Kopf stoßen, wenn wir versuchen irgendwo zu landen. Kann natürlich auch so sein. Ja, aber wir landen erstmal hier unten, würde ich sagen. Genau, jetzt gehen wir eins. Hä? Okay, das sah jetzt nicht wirklich gesund aus. Ich glaube, da kann man nicht hoch. Zumindest wäre das sehr verbuggt, wenn man es könnte. Was haben wir denn hier hinten? Ein neuer Eintrag? Typus Jäger-Metroid. Hallöchen! Entwickelter Talon-Metroid. Gefahr durch Energie entziehende Tentakel? Im Laufe ihrer Entwicklung werden Talon-Metroids zu immer effizienteren Räubern. Ein Tentakelstrahl, welcher der Energieaufnahme dient, erlaubt ihren... Ihnen in diesem Stadium einen Angriff aus der Entfernung. Die leicht reizbaren Jäger-Metroids stürzen sich auf ihre Beute und rammen sie so lange, bis sie ihren Angriffen erliegen. Auch bei dieser Metroid-Art zeigt der Einsatz von niedertemperierten Waffentechniken
von niedertemperierter Waffentechnik die besten Resultate. Das hört sich doch immerhin nach einem Plan an. Hallöchen, Jäger Metroid. Ist ja interessant, dass wir hier tatsächlich noch auf neue Metroids treffen, die trotzdem mit einem einzigen Schlag K.O. gehen. Hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, aber okay. Okay, da hinten ist noch einer. Ja, aber eigentlich wollte ich den Missile nochmal haben. Dankeschön. Ja, ne? Eingefroren. Erledigt. Nein, nicht erledigt. Das ist jetzt blöd. Ja, du willst herkommen, aber ich lass dich nicht. Haha. Gut, das geht dann ja noch. Also offensichtlich sind die Viecher doch nur halb so stark, wie sie hier angepriesen werden. Daher... Naja, wenn sie einen treffen, sind sie vielleicht hammermäßig hart. Könnte ich mir vorstellen. Deshalb gehe ich jetzt erstmal hier den unteren Weg und versuche alle auszuschalten. Wo? Wo? Da. Okay. Gut. Das ist das einzig Schlimme hier, dass man so viele Jäger-Metroids hat oder Metroids generell, die ja auf einen drauf stürmen und dann muss man sich erstmal irgendwie orientieren. Aber wenn es nur einer ist und man ihn auch noch sieht, dann ist das alles null Problem hier. Ja. Nee, kommt man nicht hoch. Ist hier irgendwo noch ein Metroid? Nee, ist nur dieser Typ da. Der mich auch noch an böse Zeiten erinnert, wo wir versucht haben, Ewigkeiten da irgendwas rauszufinden mit Grapple Beam. Und einfach nicht vorangekommen sind. Gute Sache. Oder auch eher nicht. Dafür kommen wir jetzt voran. Ja, ich find's toll. Auch wenn ich jetzt zweimal nachgucken musste, wo es weitergeht, wie es weitergeht. Das tut mir auch aufrichtig leid. Also, ich würde dieses Spiel auch lieber blind spielen. Komplett blind. Also, na gut, das tue ich so im Prinzip immer noch. Aber halt auch ohne nachgucken und alles alleine rausfinden und so weiter und so fort. Ist aber nicht ganz so einfach, muss man auch dazu sagen. Vor allem an dieser Stelle. Also, da hätte ich mich tot suchen müssen. Also wenn ich das alleine spielen würde, würde ich sowas auch machen. Offensichtlich, aber... na gut, ich hätte offscreen suchen können, aber ich habe mir gedacht... Nee, da hast jetzt schon so viel Zeit dran verschwendet, das lässt du mal lieber. Nein, ach komm. Ja, dann halt ich einfach so dran fest sonst. Nee, das war eigentlich jetzt... eher... suboptimal. Och Mann. Ich will doch einfach nur darüber. Kommst du her? Kommst du her, kommst du her, kommst du her, kommst du her. Ja, und dran. Schnell, danke. So, das dürfte doch hoffentlich funktionieren. Oh, schade. Okay. So langsam beginne ich... zu zweifeln, ob das klappt. Dieses Geräusch, was dieses Fason von sich gibt, dieses... ja, was auch immer, das sind elektrische Schläge, keine Ahnung. Wohl eher nicht irgendwas Lilanes. Das... macht solche Geräusche und ich habe immer Angst, dass da irgendwo ein Metroid in der Nähe wäre, aber anscheinend nicht. Kann wohl sein. Gut, hier rüber. Das war jetzt fast schon eng. So, und eigentlich kann man dich nicht einfrieren. Natürlich kann man dich einfrieren, aber wieso klappt das dann eben nicht? Ja. Jetzt musst du erstmal wieder frei werden, genau. Nein. Oh. Ich mach mal einen großen Schuss. Vielleicht trifft der eher. Eigentlich schwachsinnig, weil die großen Schüsse eigentlich nicht wirklich einen größeren Radius haben. Aber ich kann ja auch mal... wenn ich besser treffe, genau, dann funktioniert das auch. So, jetzt sollte das Ganze auch passen. Juhu. Nebenbei nochmal kurz gucken, ob... und ich habe eigentlich schon wieder Metroid gehört. Das ist... diese ganze Musik ist sehr... dramatisch, niederdrückend auch ein bisschen.